Bitte abonniere meinen Kanal und schalte die Glocke ein. Vergiss das neue Video nicht. Sie möchten nächstes Jahr Ihren Urlaub in Italien verbringen. Darum besuchen Sie jetzt einen Sprachkurs für Italienisch an einem Sprachinstitut. Schreiben Sie Ihrem Freund, Ihrer Freundin davon. 1. Begründen Sie. Warum lernen Sie Italienisch und warum haben Sie dieses Sprachinstitut ausgewählt? 2. Beschreiben Sie. Wie ist der Unterricht in diesem Kurs? 3. Machen Sie Ihrem Freund, Ihrer Freundin den Vorschlag, auch Italienisch zu lernen und mit Ihnen zu reisen. Liebe Mickey, du weißt ja, dass ich nächsten Sommer eine Reise nach Italien machen möchte. Deshalb lerne ich jetzt an einer Sprachschule Italienisch. Diese Sprachschule ist nur 5 Minuten von meiner Wohnung entfernt und Studenten bezahlen 20% weniger Kursgebühren. Am Dienstag haben wir angefangen. Wir haben am Dienstag und am Donnerstag von 19 bis 22 Uhr Unterricht. Der Unterricht ist interessant und macht viel Spaß. Wir lesen verschiedene Texte und sprechen auch viel. Unsere Lehrerin ist sympathisch und sie macht einen tollen Unterricht. Hättest du nicht auch Lust, Italienisch zu lernen? Wir könnten dann auch zusammen nach Italien fahren. Was meinst du? Schreib bald. Viele Grüße, dein Waldvogel. Ihr Deutschkurs ist zu Ende gegangen und sie haben eine Abschlussparty veranstaltet. Ihre Freundin konnte daran nicht teilnehmen, denn sie musste schon früher in ihr Heimatland zurückkehren. Schreiben Sie ihr und erzählen Sie von der Party. 1. Beschreiben Sie, wo hat die Party stattgefunden und wie war sie? 2. Begründen Sie, was hat Ihnen gefallen, nicht und warum? 3. Schlagen Sie ihr einen Besuch in Ihrem Heimatland vor. Liebe Mickey, leider warst du nicht auf der Abschlussparty. Sie war im Festsaal der Schule. Es war wirklich toll. Alle Kollegen und Kolleginnen aus dem Deutschkurs waren da und auch die Lehrer. Wir waren insgesamt 30 Personen. Alle haben das Essen selbst mitgebracht und für die Musik hatten wir einen. Die Party hat uns allen sehr gut gefallen, weil wir tolle Musik hatten und tanzen konnten. Danach aber mussten wir aufräumen. Das war anstrengend. Was machst du jetzt? Möchtest du mich nicht besuchen? Ich würde mich sehr freuen. Antworte mir bald. Dein Waldvogel. Sie haben Ihrer Freundin lange nicht geschrieben, weil Sie einen Unfall hatten und im Krankenhaus sind. Schreiben Sie ihr darüber. 1. Beschreiben Sie. Wo sind Sie und wie geht es Ihnen? 2. Begründen Sie. Warum ist der Unfall passiert? 3. Schlagen Sie Ihrer Freundin vor, sie zu besuchen. Liebe Mickey, leider bin ich schon seit einer Woche im Krankenhaus. Jetzt geht es mir wieder besser. Ich hatte einen Unfall. Mein Bein ist gebrochen und mein Kopf tut noch ein bisschen weh. Stell dir vor, ein Autofahrer ist bei Rot über die Kreuzung gefahren. Er fuhr zu schnell,
konnte nicht mehr bremsen und ist mir ins Rad gefahren. Morgen darf ich nach Hause gehen. Möchtest du mich nicht zu Hause besuchen? Ich würde mich sehr freuen. Liebe Grüße, dein Waldvogel. Sie hatten Streit mit ihren Eltern. Schreiben Sie Ihrem Freund, Ihrer Freundin darüber. 2. Begründen Sie, warum streiten Sie manchmal mit Ihren Eltern? 3. Bitten Sie Ihren Freund, Ihre Freundin um einen Rat. Liebe Mickey, stell dir vor, ich hatte am Wochenende einen Riesenstreit mit meinen Eltern. Ich habe ihnen gesagt, dass ich ein Mofa kaufen möchte, damit ich nicht immer mit dem Bus in die Schule fahren muss. Und natürlich sind sie dagegen. Sie glauben, ich bin noch ein Kind und erlauben mir nichts. Deshalb haben wir oft Streit. Was soll ich tun? Wie kann ich meinen Eltern klarmachen, dass ich fast erwachsen bin und dass sie mir nicht alles verbieten sollen? Viele Grüße, dein Waldvogel.